Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alaskan Road Truckers. Und ja, ich habe mich jetzt die ganze Woche drauf gefreut, endlich diese Folge aufnehmen zu können, weil, ja, kurz nachdem ich das letzte Mal die Folgen aufgenommen hatte, kam eine Nachricht: Ice Road DLC jetzt verfügbar. Super, musste ich jetzt fast eine Woche warten, dass ich jetzt hier aufnehmen kann. Und jetzt am Wochenende schauen wir uns die allererste Folge hier mit dem Ice Road DLC an. Ich bin sehr gespannt auf das neue Gebiet. Man kann jetzt sagen, ja, Ice Road DLC, du bist im Frühling, du kannst noch nicht über die Seen drüber fahren. Aber ich habe gelesen, dass es, wenn jetzt Frühling ist, Sommer ist, das Eis geschmolzen ist, dass dann Fähren dort fahren. Das heißt, wir werden versuchen, einen Auftrag zu bekommen, dass wir in das neue Gebiet reinfahren können. Und ja, die Straßen sollen da sehr anspruchsvoll sein. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich freue mich dann aber auch auf den ersten Winter, wenn dann die Seen gefroren sind und wir mit dem LKW wieder drüber heizen können. Und ja, dann mal schauen, ob wir einkrachen oder nicht. Am besten nehmen wir dann für solche Aufträge hier diese alte Möhre. Aber wir gucken einfach mal. So, ich würde sagen, wir gehen gerade mal auf die Map und gucken uns das neue Gebiet an. Das ist ja alles noch alt, das kennt man ja schon. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach oben gehen und nach oben gehen, dann sehen wir ja hoch, da ist ja eine Abzweigung. Und hallo, da haben wir das Ice Road DLC Gebiet. Klingt schon gut hier, Lawinenzone, Eisstraßen, sehr Tornet Passage quasi, das klingt alles sehr einladend. Freue ich mich sehr, dieses Gebiet zu erkunden. Klar, man denkt jetzt hier, ja, da sind doch Straßen auf dem See eingezeichnet, ja, weil da halt im Winter dann die Ice Roads entstehen. Jetzt gibt es da natürlich noch keine. Aber es soll Fähren geben. Ich denke mal, dass man hier rübersetzen kann wahrscheinlich, dass man auch von hier da rübersetzen kann und wahrscheinlich von hier unten. Vielleicht kann man sich auch auswählen, wo man hingebracht werden möchte mit der Fähre. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, auch hier diese Ortschaft erreicht man anscheinend nur über den Weg hier. Das heißt, man müsste hier auch irgendwie mit einer Fähre hinkommen. Das heißt, wir haben hier eigentlich nur zwei Ablegepunkte, wo man los könnte. Einmal dort, einmal dort. Bin ich mal sehr gespannt, was wir da alles so finden. Hier gibt es ganz viele Sehenswürdigkeiten, so wie es aussieht, aber auch natürlich Lieferorte, Geschäfte gibt es hier. Wir haben hier auch ein neues Symbol, Coffee und Sandwiches, alles klar, klingt sehr gut. Ich bin einfach mal gespannt. Wir werden gucken, dass wir heute, wie gesagt, in dieser Folge eine Fracht kriegen, die uns hier oben hinführt in dieses neue Gebiet. Müssen wir mal gucken, ob wir da einen Auftrag finden. Ich werde mich anstrengen, aber erstmal, ich bin am Überlegen, ob wir den LKW tauschen. Wir sind gerade eh ziemlich weit hier unten. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal schlafen. Dann würde ich gucken, dass wir uns einen Auftrag suchen. Vielleicht finden wir hier unten schon einen, der nach da oben hin führt. Und ja, wenn nicht, würde ich erstmal gucken, dass wir vielleicht einen Auftrag finden, was Richtung Hauptquartier geht. Wir sind ja nicht weit weg davon, dass ich da den Truck mal wieder tauschen kann. Wir sind jetzt in den letzten zwei Folgen, glaube ich, waren mit dem Mother Trucker LKW hier unterwegs. Ich mag ihn zwar, aber wir haben in einen teuren investiert, warum dann mit der Möhre hier durch die Gegend fahren? So, wie gesagt, wir müssen aber uns jetzt erstmal schlafen legen. Das heißt, und wir müssen was essen. Oh, müssen was essen, gar nicht gut. Ich weiß nicht, haben wir noch was im Inventar? Eine Kettensäge zum Essen, zum Frühstück? Nee, gerade nicht. Gut, dann packen wir die gerade mal weg. Ich würde mich jetzt trotzdem erstmal aufs Ohr hauen. Wir gucken mal, wie viele Stunden muss ich schlafen? 6 Stunden. Oh, das heißt, wir sind wahrscheinlich wieder in der Nacht unterwegs. Ja. Okay, vielleicht können wir das aber auch nochmal überschlafen oder halt jetzt eine kleine Fracht machen und dann überschlafen und dann, na gut, wir kriegen das irgendwie hin, notfalls fahren wir halt wieder nachts, auch nicht schlimm, dann sind wir vielleicht tagsüber, kommen wir dann oben an, weil wir haben ja doch noch eine weite Fahrt bis dahin, das sollte schon irgendwie passen. So, Essen hatten wir alles erste neu besorgt, wir hätten hier Rentierfleisch roh, muss im Ofen gegart werden, das heißt, da müssten wir für ins Hauptquartier sehr wahrscheinlich. Gebratene Hähnchensticks, kann in der Mikrowelle erwärmt werden. Nehmen wir das einfach mal, schmeißen wir gerade mal in die Mikrowelle rein. Fertig. Ja, eigentlich ist eine Mikrowelle schon eine geile Erfindung, muss man sagen. Ich bin zwar jetzt kein Mikrowellenkocher, aber ab und zu mal so Reste aufwärmen in der Mikrowelle ist halt wirklich Bombe. Ein paar Minuten, einfach das Essen wieder warm und lecker. Gut, Scheibenwischer. Ich muss gerade nochmal schauen, wie das alles funktioniert. Das war hier, das war dort. Ja, und Licht hatte ich auf meine Lenkradtaste gelegt. Sehr schön. Handbremse auch. Somit, ja, ihr solltet vielleicht das, was ich mir gerade ins Inventar geschoben habe, auch essen. Gut. Gerade mal hinterm Steuer schnell essen. Und dann machen wir uns auf die Socken, oder? Beziehungsweise, wir können auch jetzt erstmal gucken, wo ein Auftrag zur Verfügung steht. Nicht erst losfahren, dann einen Auftrag suchen. Wir können ja gerade auch mal hier gucken, weil wir stehen ja schon an der Firma. Haben die hier irgendwas Gescheites?
Dollar and D Cantwell und einmal Grand Alaska. Das wäre da unten. Hier könnte man Fleisch mitnehmen bis in die Stadt da rein. Das wäre in der Nähe vom Hauptquartier. Dann könnte man dort weiterfahren, Hauptquartier, LKW wechseln. Und könnten dann hier eine andere Fracht ins raussuchen. Das klingt auch gut. Dann hätten wir hier wenigstens keine Leerfahrt jetzt zurück. Dann haben wir hier nur so eine halbe Leerfahrt. Gut, dann nehmen wir das einfach mal mit. Es bringt nicht viel. Aber ich bin über jeden Cent dankbar, den man hier quasi kriegt. Somit nehmen wir das einfach mit. Dann springe ich gerade mal ins Büro rein. Wenn ich das irgendwo finden sollte, das müsste da sein. Ja, ist jetzt schon wieder fast eine Woche her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder gucken, wo hier überhaupt die ganzen Sachen waren. Hi, lang nicht gesehen. Ja, ja, wenn man jetzt hier wieder guckt, haben wir lauter andere Aufträge. Ist natürlich toll. Dollar and D Cantwell war das, glaube ich, oder? Easy, genau, A-Fracht. Alpin klingt anstrengend, klingt nach neuem Gebiet. Keine Ahnung. Egal, wir nehmen den Auftrag erstmal mit. Ich würde nämlich dann wirklich gerne in der Folge den Truck wechseln. Ich meine, ich mag das alte Ding. Klackert schön, hat ein bisschen weniger Power, macht die Fahrt ein bisschen anstrengender. Aber ich will auch mit dem neuen Truck durch die Gegend fahren. Was heißt mit dem neuen? Hat auch mittlerweile schon einige Kilometer runter. Aber wir haben uns bis jetzt mit dem anderen Truck, glaube ich, nur durch den Winter gequält oder so. Und ich würde auch mal gerne dann mit dem im normalen Verhältnis hier durch die Gegend fahren. So, ich bin gerade außerdem auf eine andere Taste noch drauf gekommen, deswegen kommt da diese komische Meldung. Und was war denn eigentlich jetzt unser Auflieger, den wir mitnehmen sollten? Das war der. Okay. Muss mich gerade auch übrigens erstmal wieder an diese Schaltung gewöhnen. Die ist ja gewöhnungsbedürftig. Ich fahre ja hier wieder mit meinem Logitech G25. Für alle, die neu sind, mein uralten Logitech-Lenkrad. Und das hat ja noch eine schöne Haarschaltung hier mit dabei. Und ja, die Haarschaltung ist genauso eingerichtet, wie man es quasi rechts über dem Tacho sieht. So ist es vom Spiel vorgegeben quasi. Und ich habe mir das einfach so jetzt auf die Haarschaltung gelegt, damit ich da nicht komplett durcheinander komme. Gut, Handbremse ist drinne. Motor können wir blubbern lassen seit ein paar Versionen. Übrigens gab es auch wieder ein neues Update. Also das kam nicht nur das DLC raus, es kam auch noch ein weiteres DLC raus mit mehr Anpassungsmöglichkeiten für die LKWs. Habe ich mir aber nicht gekauft, weil das kostet, glaube ich, was. Und dieses Ice Road DLC war jetzt wirklich kostenlos. Ja. Wir schauen uns jetzt erstmal dieses Ice Road DLC an. Und wenn ich mir das andere DLC mal genau anschaue, vielleicht hole ich mir das dann, weil ich eigentlich finde, die Entwickler müssen unterstützt werden bei so einem coolen Spiel. Da kann man dann auch mal ein paar Euro springen lassen. Auch wenn ich jetzt nicht so der große LKW-Anpassungsfan bin. Aber ich finde irgendwie, die haben sich's verdient. Die haben sich's verdient. Die haben so viel in kurzer Zeit rausgeballert an Updates, an Verbesserungen, an DLCs, ja, mit DLCs. Ice Road DLC ging ja jetzt schon los. Dann noch ein weiteres mit Anpassungsmöglichkeiten für den LKW. Das Mother Trucker LKW DLC ist ja quasi auch schon verfügbar. Also die haben hier richtig fleißig rausgeballert. Das Schöne ist, man merkt halt auch schön, dass es hier wirklich vorwärts geht. Das ist halt wirklich ein Träumchen. So, Ausgang müsste da vorne rechts irgendwo sein, oder? Hä, bin ich gerade blind? Laut Minimap hier auf der rechten Seite. Ach, da. Okay. Ach, das war diese enge Einfahrt, die wir hier hatten. Okay, 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 okay. Da war ja was. Na gut, quetschen wir uns wieder raus. Wobei, mit dem Auflieger sollte es eigentlich weniger ein Problem sein. Der ist jetzt nicht ganz so groß. Ist recht klein. Recht leicht. Ich meine, der Truck hier ist zwar nicht für... Ja, schon, der Truck ist dafür schon ausgelegt, aber ja, der hat halt ein bisschen weniger Power als der andere. Normalerweise die passende Fracht für den Truck. Das passt schon. Aber die Straße ist halt hier irgendwie nicht für so Trucks ausgelegt. Man sieht es ja, man kommt ja eigentlich kaum in die Kurve, ohne von der Straße abzukommen, von diesem komischen Feldweg hier quasi. Ist ein bisschen schwer. Gerade mit größerer Fracht ist es ein bisschen schwierig. So, ich... Fünfter Gang hier, komm, sechster Gang. Passt schon. Boah, ich mag aber halt immer noch diesen Sound hier von diesem Truck. Ich finde, der ist schöner als bei dem neuen LKW. Der hat jetzt so richtig schönes Wummern im Hintergrund, ja. Und das hat der neue nicht so dolle. Beziehungsweise ein bisschen anders. So, ich versuche mal nicht, das Schild umzufahren. Wir haben schon genug Schilder auf dem Gewissen. Deswegen ein bisschen weit ausgeholt. Habt ihr das da hinten gerade gesehen? Sternschnuppen.
Seht ihr das? Da ist ein Sternschnuppen am Himmel. Ach, wie cool. Wie ich gerade mit dem offenen Mund hier wieder da sitze. Irgendwie schafft das Spiel immer noch. Es ist jetzt das erste Mal, dass mir auffällt, dass da Sternschnuppen vom Himmel fallen. Entweder haben die das jetzt im neuen Update mit reingetan. Oder ich weiß es nicht. Ist schon immer drin. Ich habe es nur nie wahrgenommen. Aber schön. Die sehen echt gut aus. Die sehen echt gut aus. Ich meine, im Video wird man es nicht ganz so schön sehen wahrscheinlich, weil so Dämmerung und Nacht ist was YouTube nicht so ganz mag. YouTube konvertiert ja die Videos nochmal um. Verarbeitet es ja nochmal neu. Du lädst ein Video hoch, bestimmtes Format, du lädst es hoch. Nach dem Hochladen wird es erstmal von YouTube verarbeitet, umkonvertiert quasi und dann kannst du das erst online schalten. Irgendwann, beziehungsweise erst wird immer die leichteste Qualität freigegeben oder die kleinste Qualität freigegeben und dann steigert sich das langsam mit der Verarbeitung. Gerade halt bei diesen Dämmerungsbedingungen sieht man sehr viele Pixel, sieht sehr verschmiert aus stellenweise auf YouTube. Das ist dann immer so ein bisschen unschön. Aber ich kann da halt auch nicht ganz so viel machen. Ich habe jetzt auch ja sowieso in der letzten Woche die Qualität von den Videos nochmal angehoben ein bisschen. Ja, ich bin noch überlegen, ob ich die nochmal ein bisschen anhebe. Ich habe da auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Dann werden die Dateien halt wieder größer. Die sind jetzt schon wieder viel größer geworden. Die Uploads dauern jetzt schon wieder doppelt so lange. Aber ich glaube, ein bisschen Unterschied sieht man noch. Wie das halt jetzt hier bei der Nacht ist, weiß ich nicht, wie sehr sich das bemerkbar macht, weil YouTube zerhaut die Videos eh bei so Wetter oder beziehungsweise bei so Dunkelheit. Nicht bei so Wetter, bei so einer Dunkelheit. Aber ich hoffe trotzdem, dass man einen kleinen Unterschied sieht. Vielleicht sieht man es auch gar nicht. Dann kann ich eigentlich wieder die Qualität runterschrauben, da habe ich weniger Arbeit mit. Aber will natürlich versuchen, die bestmöglichste Qualität so zu bringen, wo es sich auch wirklich noch lohnt. Ja. So. Wir fahren mal wieder ein bisschen aggressiver. Was aber jetzt meiner Meinung nach wieder so ein bisschen auffällt, beziehungsweise wurde auch schon auf Discord geschrieben, vom guten Klausi. Ist immer einer, der sehr, sehr schöne Texte auf Discord verfasst zu den Videos. Feiere ich wirklich sehr. Und ja, er hatte auch gemeint gehabt, dass jetzt wieder mehr Autos unterwegs sind. Und ich glaube auch, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es vielleicht so ist, dass wenn im Winter der Schnee hochliegt, dass die Entwickler da das so eingestellt haben, dass weniger Autos so durch die Gegend fahren. Also es kommt mir auf jeden Fall auch so vor, oder? Es kommt einem halt jetzt wirklich so vor, wenn man wieder ein bisschen mehr Gas gibt, mehr durch die Gegend rast, da vielleicht einfach die Autos schneller aufholt oder so. Ich weiß nicht, aber andererseits, ich bin im Winter auch wie ein Bekloppter durch die Gegend gefahren. Also ich weiß es nicht so genau, ob das jetzt wirklich nur einem so vorkommt oder ob das wirklich so ist. Wir müssten aber dann auch bald schon eigentlich am Zielort sein. Das ist noch 52 Mal, doch noch so weit, okay. Und es fallen immer noch Sternschnuppen vom Himmel da hinten. Ich feiere das ja jedes Mal. Ich habe schon so viele Sternschnuppen gesehen. Aber trotzdem jedes Mal nochmal so ein Moment, wo man irgendwie mit offenem Mund dasteht. Und das schon so ein bisschen feiert. Ja, manchmal hast du nur so welche, die siehst du wirklich nur so einen Bruchteil von der Sekunde, da sind die wieder weg. Dann, weiß nicht, vor einem Jahr circa habe ich eine Sternstuppe gesehen, die hat die Umgebung richtig hell erleuchtet. Da war ich gerade, genau, das war irgendwann spät abends um 11 Uhr, da habe ich gerade meine kleine Schwester heimgebracht und stand noch mit meiner Mutter draußen und ja, die haben im Rücken in die Richtung gestanden, wo die Sternstuppe war. Plötzlich ist einfach die komplette Umgebung hell geworden für einen Bruchteil von der Sekunde. Ich habe die Show genießen können, die haben nichts gesehen. War auch ganz cool. Oder einmal stand ich im Wintergarten, hab so nach oben geguckt. Gerade Charlie auf dem Arm gehabt, unsere Katze. Hab ein bisschen geschmust und aus dem Fenster geguckt im Wintergarten quasi. Und da ist so eine richtig schöne Sternstuppe grün am Himmel verglüht. Es sah so schön aus. Wäre es nicht besser, ich würde hier geradeaus durchfahren? Gibt es da eine Verbindung zu der Straße? Gibt es da keine? Komm, wir probieren das mal. Entschuldigung, ich staue kurz den Verkehr. Das sieht laut Minimap eigentlich fast so aus, als würde es da eine Verbindung geben. Wir gucken einfach mal. Wenn nicht, wenden wir halt, fahren wieder hier zurück. Ah, das sieht mir wie Wiese aus, oder?
Nee, da ist ein Weg, oder? Ich sehe es nicht richtig. Weg. Das ist ein Weg. Perfekt. Was auch immer ganz interessant ist, ich bin ja auch so ein Hobbyfotograf. Wenn du nachts so eine Langzeitbelichtung vom Himmel machst, da siehst du auch immer so viele Streifen drauf, die nimmst du mit dem Auge gar nicht wahr. Aber Flugzeug kann es nicht sein in dem Moment, hättest du ja auch mit deinem Auge gesehen, aber beziehungsweise das blinkt ja farbig meistens und nicht einfach so ein weißer Strich dann auf dem Bild. Und da siehst du eigentlich erstmal, wie viele Satelliten und so weiter es so gibt, die über dich rumfliegen oder auch Meteoriten, wie gesagt, oder halt so Sternschnuppen, die da dann verglühen. Wo führt mich denn eigentlich gerade das Navi hin? Ich muss hier gerade nochmal nachschauen. Ups, falsche Taste. Weil eigentlich müssen wir doch hier hin, oder? Hä? Ja, wir sind hier. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir können da vorne einfach geradeaus reinfahren, was? Wirklich? Sieht fast so aus. Krass, nehmen wir natürlich. Wer blöd, wer nicht. Jawohl. Dann steigen wir aus. Und dann fahren wir erstmal zum Hauptquartier. Und dann LKW tauschen. Neuen Auftrag raussuchen, beziehungsweise Essen kochen. Schlafen gehen. Neuen Auftrag raussuchen. Ab ins neue DLC-Gebiet. Ich meine, Satelliten siehst du ja heutzutage. Wenn du einfach mal bewusst in den Himmel guckst, da einfach mal länger den Himmel fokussierst, was weiß ich, eine Minute, zwei Minuten, du wirst auf jeden Fall irgendeinen Satelliten sehen, der über dich drüber kreist. Das sind mittlerweile so unglaublich viele. So, das haben wir getrennt, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. So, sehr schön. Ups. Ja, wo ist das Büro? Da hinten ist jemand. Seit wann fahren die durch Parkplätze durch? Hm. Wir könnten eigentlich uns auch hier was zu essen reinschieben. Hallo. Ja, danke, danke. Eigentlich könnten wir gerade mal gucken, ob der ein Stück Pizza hier hat. Oder Hot Dogs. Ja, Hot Dogs ist aber wieder so, weiß ich nicht. Irgendwas Schönes dabei. Ich weiß nicht, ob da irgendwie auch in den Updates neuer Content hinzugekommen ist. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall neue Frachten hinzugekommen mit dem DLC. Ach, komm, nimm mal eine Hähnchenrolle. Danke. So, ein bisschen was schnabuliert. Mehr will ich mir lieber nicht gönnen von der Tanke hier. Oder beziehungsweise von dem Laden. Habe ich ein bisschen Angst, dass ich da eine Lebensmittelvergiftung kriege. Hatten wir schon einmal. Da haben wir uns 3, 4 Donuts reingezogen am Stück. Und schon auf einmal, block, war es denen ein bisschen schlecht geworden. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ich bin auch nicht so der Hotdog-Fan. Donut-Fan bin ich. Donuts sind geil. Nicht alle, aber manche sind so richtig, richtig gut. So, machen wir uns mal auf den Weg zum Hauptquartier. Müsste eigentlich jetzt hier geradeaus sein, dann die nächste rechts wahrscheinlich und dann noch ein bisschen hier durch die Firma durchschlängeln. Zack, bumm, da. Genau. Oder wir wenden einfach wieder und fahren einfach so rum wieder raus, wie wir hergekommen sind. Mit dem Auto habe ich gerade nicht gerechnet. Machen wir es so. Wir wenden und fahren den Weg zurück, den wir hergekommen sind. Nicht so flott um die Kurve. Nur was ich noch nicht gesehen habe, sind Polarlichter. Die soll man aber, also dieses Jahr sowieso extrem viele Polarlichter, auch hier in der Gegend. Aber ich schlafe meistens zu der Uhrzeit, wo die sichtbar sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil eigentlich wäre schon mal, glaube ich, ein Erlebnis, sowas zu sehen. Wobei das ja eigentlich gar nicht so schön ist, dass man die sieht. Das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen. Polarlichter werden ja durch Sonnenstürme ausgelöst. Das heißt, da kommen Partikel von der Sonne quasi an das Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld schützt uns ja alle. Und ja, wenn diese Strahlen halt von der Sonne und diese Materie quasi von der Sonne auf die Erde trifft,
entstehen halt diese Lichter. Ist ja eigentlich kein schönes Zeichen, weil wenn das Magnetfeld nicht wäre, wären wir alle wahrscheinlich danach krebskrank oder verstrahlt oder tot. Aber das Magnetfeld schützt uns ja davor ein bisschen. Ist eigentlich sehr gravierend, glaube ich, wenn wir hier Polarlichter sehen. Aber tatsächlich, dieses Jahr war das sehr häufig der Fall. Dass der Himmel hier auch rot gestrahlt hat in Richtung Norden. Also es wurden Bilder davon gemacht, ja. Wir haben tatsächlich hier Hobbyfotografen in der Nähe, die dann sich, wenn so eine Meldung kommt, dass wieder Sonnensturm auf die Erde zurast, war jetzt, glaube ich, auch wieder vor ein paar Tagen der Fall, die bleiben dann einfach nachts wach, positionieren sich auf dem Berg und machen dann die ganze Zeit Langzeitbelichtung mit der Kamera. Und da auf Langzeitbelichtung siehst du dann natürlich, wenn es da schon leicht irgendwie schimmert, siehst du das auf den Langzeitbelichtungen. Musst du aber auch per bloßem Auge gesehen haben sogar. Deswegen einerseits würde ich total gerne mal so Polarlichter sehen, andererseits ist es halt schon ein bisschen gefährlich, dass es so ist, dass gerade diese Polarlichter so sind. So, da sind wir auch schon bei unserem Hauptquartier. Tommy hat wieder den richtigen Bleifuß drauf und rast hier durch die Gegend. An den verstrahlten Atomfässern vorbei. Irgendwo lag hier doch eins. Ja, genau, hier vorne links. Das ist natürlich nicht so einladend. Da würde ich mir wünschen, man könnte das Gebiet hier so ein bisschen anpassen und dieses Fass da entfernen. Aber man kann halt nicht alles haben. Da steht auch schon unser anderer Truck. Da können wir auch vorne den Kühlerschutz abmachen. Es ist kein Winter mehr. Wir haben den ja nur durch den Winter gequält irgendwie und danach nicht mehr angerührt. So, wir parken hier gerade mal. Ich hoffe, dass das dann diesmal funktioniert mit dem LKW-Wechsel. Das funktioniert ja nicht immer so gut. So, wie stehen wir denn da? Eigentlich ganz gut. Gut, Licht machen wir aus. Hier drinnen würde ich auch alles ausmachen. Also einmal hier die Armaturenbeleuchtung. Zündung aus. Gang gehen wir neutralen von mir aus. Und dann gehen wir hier raus. Hauptquartier. Ah, ich habe natürlich jetzt das Fleisch da drin. Gut, müssen wir gerade nochmal einsteigen. Hab natürlich jetzt das Fleisch hier noch drin. Ich kann es ja nur im Ofen zubereiten. Ofen haben wir in dem LKW nicht drin. Wäre aber auch eine fette Aktion eigentlich. Rentierfleisch. So, da sehen wir auch immer das Symbol. Also diese drei Striche so bedeuten anscheinend Mikrowelle und das andere Symbol bedeutet Ofen. Ofen müsste man eigentlich im Hauptquartier haben. Wenn nicht, keine Ahnung, wo man das zubereiten kann. Ich weiß es nicht. Der Mother Trucker LKW, da steht er. Bald sind wir wieder mit dem anderen unterwegs. Müssen wir halt erstmal wieder vorbereiten für den Frühling. Wobei, wir haben immer noch minus 4 Grad. Krass. Ja, wir haben jetzt 23.50 Uhr. Ich würde mich jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Und da dann vielleicht 5 Stunden schlafen oder so. Ja. Dann haben wir 5 Uhr morgens so circa. 4.51 Uhr rum. Genau, dann könnten wir eigentlich, hatten wir hier nicht, wir hatten doch irgendwo was zum Kochen, oder? Küche, wo haben wir eine Küche? Da ist eine. Oh, der Topf dampft sogar. Ofen. Sehr schön. Kann man hier eigentlich sonst noch irgendwas benutzen? Die Mikrowelle, die kann man hier aber nicht benutzen. Okay. Ja, da müssen wir den Ofen benutzen. Rentierfleisch roh. Kocht. Dauert natürlich ein bisschen länger, ist der Ofen. Da können wir uns gerade um andere Sachen kümmern. Aber ich weiß nicht um was. Deswegen bleiben wir hier. Ja, ist trotzdem noch schneller als in der Realität. Die meisten Sachen im Backofen brauchen eine halbe Stunde. Gibt aber auch andere Sachen, die brauchen ein bisschen länger. Zum Beispiel die Pute wahrscheinlich 8 Stunden. Ich glaube, ich kann gar keinen 8-Stunden-Timer stellen, den ich besorgt habe. Den ich 8 Stunden, die brauche 6 Stunden circa. Ich glaube, so lange kann ich den Timer gar nicht stellen. So, wir haben also Essen im Inventar. Hält noch 2 Tage, bringt 80%. Wäre jetzt doof, wenn wir das sofort essen würden. Oh, 3-mal haben wir das jetzt sogar. Ey, das lohnt sich ja fast. 80% Essen auffüllen? Nicht schlecht. Gut, können wir hier sonst noch irgendwas bauen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir hatten irgendwas hochgelevelt, dass ich da irgendwas upgraden konnte. War das nicht irgendwie ein Diagnosemodul für den LKW? Also hier bei der Werkstatt? Wir probieren es mal. Hat funktioniert. Das heißt, wir können jetzt auch bei unserem LKW eine Diagnose durchführen und können dann schauen, was kaputt ist, was repariert werden muss und so weiter und so fort. Aber weiter dürfte es nochmal nicht gehen. Nein, geht nicht. Gut, wir haben 120.000 Geld. LKW-Händler,
Ja, weitere Klasse haben wir immer noch nicht. Es wäre noch cool, wenn es irgendwann pro Klasse noch mehr LKWs geben würde, finde ich. Weil bis jetzt. Okay, es gibt noch einen LKW. Den da. Aber. Das ist, glaube ich, ein DLC-Truck. Genau. Du musst herunterladbare Inhalte installieren, um diesen Truck zu bekommen. Das ist der Trucking Hell. Das ist aus dem neuen DLC, das man sich kaufen kann. Ja, da kriegst du noch mehr. Ja, Designsachen für dein LKW und kannst dir sowas zusammenschustern selber. Ja, fette Maschinengewehre da oben drauf. Hier Totenköpfe. Es erinnert, eigentlich ist der voll geil. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an Mad Max. Oder? Eigentlich wäre das schon geil, mit so einem Killer-Truck hier durch die Wüste zu rasen. Egal. Man kann ja nicht alles haben. Ja, ich gucke mir das DLC nochmal an und wenn es nicht ganz so teuer ist, dann werde ich mir das wahrscheinlich kaufen, weil ich finde, die Entwickler haben eigentlich die Unterstützung verdient. Das Spiel ist eigentlich viel zu cool, dass das irgendwie, ja, dass das nicht unterstützt wird. Gut. Aufträge. Wir sind jetzt hundertprozentig ausgeruht. Ne, hundertprozentig nicht mehr. Schon wieder 98, 99% rum. Wir gucken jetzt gleich nach den Aufträgen. Erstmal würde ich sagen, gehen wir zum LKW, nehmen da vorne den Schutz ab am Kühler. Ich bin am Überlegen, ob wir mit dem jetzt auch erstmal in die Werkstatt fahren. So, Kühlabdeckung haben wir gerade mal runtergenommen. Ja, weil die Batterie blinkt, der Kühler ist kaputt. Ich würde halt wirklich sagen, komm, wir fahren jetzt mit dem erstmal in die Werkstatt hier bei uns. Und genau, der braucht ziemlich lange, bis der anspringt mit der Batterie. Da nicht wundern. So, diesmal funktioniert auch das Wegfahren direkt super. Das war ja auch nicht so der Fall beim letzten Mal. Wir bringen den jetzt erstmal hier in die Werkstatt und schauen mal nach, was alles kaputt ist. Weil der hat im Winter ganz schön gelitten, aber ich finde, der hat super durchgehalten dafür. Also wir sind durch den kompletten Winter mit einer Batterie gekommen, ohne Probleme. Somit alles gut. So, Diagnosemodul. Wo kann ich das benutzen? Wie funktioniert das Diagnose starten? Ach, wie geil. Die LKW-Batterie 0% ist aber gerade noch angesprungen. Federung 65 hat auch ganz schön gelitten im Winter. Ich hatte ja auch ein paar Unfälle gehabt im Winter. Okay, also Kühler müssen wir auf jeden Fall reparieren. Luftfilter müssen wir reparieren. Motor. Boah, Motor nur noch bei 53%. Boah, das ist ja fast ein Motorschaden. Na gut. Na gut. Was bleibt uns anderes übrig? Wir haben eine Batterie einstecken. Somit haben wir wieder eine neue Batterie drin. 300 Mechanikererfahrung, sehr schön. Kühler. Gucken wir doch gerade mal nach dem Kühler, beziehungsweise auch dann gleich nach dem Motor. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Wahrscheinlich nicht. Kann sein, dass wir dafür in der Werkstatt fahren müssen. So, Luftfilter. Wenn ich den gerade sehe, würde ich den gerade mal reparieren. Ich weiß auch nicht, ob wir da noch einen Ersatz dabei haben. Müssen wir mal schauen. Weil das, was wir ja so machen, meistens beim Reparieren, das ist ja mehr so Geflicke. So, Kühler. Oh. Kühler ist kaputt komplett. Können wir nicht mehr reparieren. Müssen wir ersetzen. Okay, der müsste jetzt wieder ganz sein. Kühler 99%, gerade ausgetauscht und 99%. Alles klar. Öl haben wir noch 62%. Können wir ein bisschen was ausgießen. Passt so. Kühlmittel. Alles rein damit. Kann man nicht zu viel haben. Nein, Quatsch, kann man auch. Ansonsten Motor. Sicherungskasten. Sieht noch alles gut aus. Motor. Werkzeugsatz. Werkzeugsatz haben wir, glaube ich, noch, aber im LKW drinne. Ja, aber schön, dass wir den Motor auch noch ein bisschen reparieren können. Normalerweise müsste jetzt die Anzeige schon wieder besser aussehen, oder? Diagnose starten. Gucken wir gerade nochmal neu nach. Also Bremsen sind noch in Ordnung. Die sind bei 100%. Ah, ich bremse ja nie. Ich rase ja eigentlich immer nur. Wer bremst, verliert. Öl haben wir 73%. Ist okay. Motor immer noch die 53. Der Rest sieht ganz gut. Federung sieht halt auch noch böse aus. Federung sieht halt auch noch nicht so schön aus. Aber das ist jetzt natürlich immer fies, dass wenn ich was aus dem Inventar nehmen will von dem LKW, dass ich rausfahren muss. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Reifen. Ich wollte jetzt eigentlich eine Kettenfederung. Muss ich denn dafür hochfahren? Kann das sein, dass ich an die Federung genau drankomme? Wir können ja gerade mal hochfahren. Gucken mal nach der Federung, was wir da machen können. Ach, stimmt, man kann ja auch das Öl wechseln. Deswegen haben wir hier wahrscheinlich Motor beim Öl 73%, obwohl der voll ist.
Wir müssten das Öl theoretisch wechseln, beziehungsweise bald. Wir sind bei 65%. Getriebe 99, das wissen wir ja schon. Ja, jetzt aber mal ohne Witz. Wie komme ich dann an die Feder ran? Wo sehe ich denn? Da ist nur das Öl. Oder kann ich das vielleicht noch gar nicht machen? Weil schlechte Federung, dann lässt sich der LKW auch schlechter fahren, habe ich gehört. Na gut. Wir fahren den LKW mal runter. Beziehungsweise muss ich da nicht irgendwie einfach rausgehen. Senke den LKW ab. Okay. Einsteigen, glaube ich, einfach rausfahren oder so. Dann nehmen wir uns mal den Werkzeugsatz mit. Das ist halt echt doof, dass man hier nicht einfach so einen Werkzeugsatz so... Container. Werkzeugsatz. Man muss nur ein bisschen jammern und schon findet man alles. Ja, nice. Das müssen wir halt auch immer dann vollhalten. Müssen wir mal dran denken. So, Werkzeugsatz. Jetzt brauche ich den Motor. Ist das extra so, dass zwei auf einmal sind, die nicht synchron sind? Nee, ich glaube, das war ein Fehler. Weil das konntest du eben gerade gar nicht lösen. Also du konntest nicht mit beiden Strichen im grünen Bereich sein. Das war, glaube ich, jetzt gerade wirklich mal ein Fehler. Es ist natürlich doof. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen blöd geguckt, weil die Striche waren nie beide im grünen Bereich. Also ich, egal wie ich gedrückt hätte, es wäre falsch gewesen. So, jetzt müsste der Motor eigentlich auch wieder auf 100% sein. Aber Diagnosetool, voll geil. Ja, Öl müsste man halt komplett wechseln. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Gut, ich würde den Werkzeugsatz, wir haben jetzt einen verwendet oder zwei. Ja, zwei verwendet. Einen haben wir jetzt noch übrig. Das passt aber so jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, bis auf die Federung ist alles gut, aber Federung... Oh nein, nein, das war der falsche Punkt. Nein, ich möchte nicht. Nein, nein, nein. Runter mit dir. Ja, Feder weiß ich jetzt nicht genau, an welchem Punkt ich da ran muss, dass wir die Feder uns ansehen können. Kann auch sein, dass wir das einfach noch gar nicht machen. Ah, nutzt das Tom, die Werkstatt zu verlassen. Ja, dann kann ich den doch auch oben lassen. Na gut, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir die Federung demnächst mal machen lassen oder irgendwie selber hochleveln. Wir können ja gerade mal gucken, wie es mit den Punkten so aussieht. Punkte 0. Alles klar. Reparatur von Aufhängung und erweiteren Subsystem. Okay. Ja, da müssen wir das hier also freischalten, um die Feder machen zu können. Das heißt, für die Feder müssen wir tatsächlich noch in die Werkstatt fahren und schön Geld blechen für. Alles klar. Gut. Würde ich sagen, gucken wir doch gerade mal nach den Aufträgen. Ich will eigentlich keine A-Lizenz nach da oben fahren. Das können wir schon mal ausschließen. Lizenz D dürfen wir noch nicht und das auch nicht und das auch nicht. So. Jetzt befinden wir uns hier. Und ich würde gerne eine Fahrt machen in Richtung Ice Road DLC Strecke. Das geht schon mal fast die richtige Richtung, aber nur fast. Das nicht. Das geht auch fast in die Richtung. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, welche Firma da oben hinliefert in das neue Gebiet. Das heißt, wir müssen uns da durchklicken, rumprobieren. Das geht nur nach da oben. Kann auch sein, dass wir erstmal einen Zwischenschritt machen und in dieser Folge noch gar nicht nach da oben hinkommen. Ja, das kann natürlich auch passieren. Die Folgenlänge ist ja nicht unbegrenzt. So, Regionalflughafen, Cold Food, Gas and Go. Nah dran, aber doch am Ziel vorbei. Packs on Gas haben wir da hinten. Regionalflughafen Willow. Okay, das sieht hier schon mal ziemlich schlecht aus. Erstmal jetzt eine Firma finden, die da oben hinliefert. Das kann ja sein, dass man da näher dran sein muss an dem Gebiet. Bob's Bison Farm hätten wir da. Wir gucken jetzt gerade einfach mal durch. Am Ende führt da gar kein Auftrag irgendwie hin. Das wäre natürlich auch peinlich. Okay, die Strecke führt auf jeden Fall komplett in den Norden. Das ist auch nix, alles klar. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Das geht alles die falsche Richtung, sehr schön. Ja gut, was haben wir denn hier oben? Was könnte man denn da hinliefern? Wetterforschungshub.
Ah. Kann auch sein, dass man hier nur die Aufträge annehmen kann, die danach da reinführen. Ja, dass man hier auf dem Festland quasi noch die Aufträge annimmt, wobei man hier schon über die erste Brücke muss oder so, und dass man die dann da reinfährt. Das kann natürlich sein, aber kann auch sein, dass einfach hier spontane Aufträge so da sind. Aber dann würde ich jetzt einfach sagen, komm, wir nehmen einen Auftrag an, der uns nach hier oben führt, und dann fahren wir von dort weiter bis da oben hin und nehmen da einen Auftrag an. Oder? Hätten wir noch einen Auftrag, der uns weiter nach da oben führt, der führt zu weit nach oben. Dass wir möglichst keine Leerfahrt haben, weil Leerfahrt ganz ohne Fracht ist halt immer irgendwie auch doof. Das ist auch doof. Das ist schon mehr so mein Geschmack. Das wäre sogar noch mehr mein Geschmack. Wäre hier Steine, Micha Betonfabrik. Haben wir aber nicht mehr ganz so viel Zeit, um da hinzukommen. Okay. Ups, dann geben wir mal Gas, fahren wir da hin. Dann nehmen wir hier den Micha für die Betonfabrik mit oder was auch immer. Und schauen wir. Dann sind wir schon mal in der Nähe. Ich glaube zwar, dass wir in der Folge nicht mehr zu der Stelle kommen, wo dann das Eis und DLC losgeht. Aber dafür haben wir dann alle noch mehr Vorfreude auf die nächste Folge. Boah, Steuerung von dem LKW ist gerade irgendwie so ein bisschen, als würden wir auf glatter Straße fahren. Ich weiß nicht, ob das an der Federung liegt. Keine Ahnung. Oder ich bin einfach viel zu schnell in die Kurven rein, aber man hat keine Reifen quietschen gehört, also alles gut wahrscheinlich. Man merkt aber gleich, der LKW hier, der hat mehr Dampf dahinter. Und die bessere Bremse. Mich wundert es ja, dass wir Bremse 100% haben. Wir sind mit dem LKW durch kompletten Winter gefahren, deswegen war auch alles kaputt. Der war ziemlich ausgelutscht. Gerade die Batterie war auch fertig. Wundert mich, dass der überhaupt noch angesprungen ist. Bei 0% Batterieleistung. Aber hey, nichts dagegen. Oh nein, Spiel abgestürzt. Nein! Gut, das heißt, ja, kurz pausieren. Geht gleich wieder weiter. Bis gleich. So, wieder mal zurück. Ich musste gerade erstmal noch eine andere Firma aussuchen, wo wir jetzt hinfahren. Und ich habe jetzt einfach mal zum Testen, man hat die Startoption nämlich jetzt auch irgendwie im Spiel drin. Ich weiß nicht, war nicht schon von Anfang an dabei? Ich glaube nicht. Man kann auf jeden Fall jetzt auswählen, ob man das normale Spiel starten möchte oder in einer experimentellen DirectX 12 Version. Hab mir jetzt gedacht, komm, probieren wir es doch einfach mal damit. Weil leider, das Spiel stürzt halt leider ab und zu noch ab. Ich hoffe, dass sie das bald in den Griff kriegen, weil das ist schon jedes Mal ärgerlich, weil der Auftrag, den wir ausgewählt hatten eigentlich, der ist jetzt auch weg. Ja, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und das heißt, deswegen muss ich jetzt gerade eine andere Firma raussuchen. Da fahren wir jetzt so schnell wie möglich hin. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob es mit DirectX 12 vielleicht weniger abstürzt. Ja, vielleicht läuft es damit besser, vielleicht schlechter. Ich habe aber das Gefühl, es läuft schlechter damit. Gut, das heißt, nächstes Mal wieder mit der normalen Version. Ja, nee, das ruckelt voll. Das ruckelt voll. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach das Spiel nochmal neu starte. In der normalen Version. Aber damit nicht dann der Auftrag schon wieder weg ist, würde ich jetzt erstmal zu dem Auftrag hinfahren, den annehmen, Spiel nochmal neu starten, normale Version auswählen. Beziehungsweise wahrscheinlich DirectX 11. Aber dann haben wir diese Ruckler wieder nicht mehr und die Darstellungsfehler im Spiegel sollten dann auch wieder weg sein, weil im Spiegel werden Sachen falsch dargestellt. Ist eine experimentelle Version. Ich wollte es jetzt gerade einfach nur kurz austesten. Und deswegen, wir fahren einfach nur kurz hier hin, nehmen den Auftrag an und dann fahren wir langsam Richtung DLC-Gebiet, aber das wird sehr wahrscheinlich in dieser Folge nichts mehr, dass wir da oben ankommen. Dafür haben wir zu viele andere Sachen schon erledigt. Da hätten wir einfach direkt hochrasen müssen, aber es wäre blöd gewesen, ohne Auftrag dahin zu fahren. Einfahrt in dieses Gelände ist wo genau? Hier wahrscheinlich. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Das war. Nee, das ist nicht da, wo wir schon mal waren.
glaube nicht. Nee, das ist nicht diese total enge Einfahrt. Gut, wir nehmen jetzt den Auftrag an. Dann würde ich das Spiel speichern. Und dann lade ich nochmal neu, weil diese Ruckler, die sind in der DirectX 11 Version nicht. Ich denke mal, das DirectX 11 ist die normale Version, wenn man startet. So, ich wollte jetzt Heavy Duty Rentals. Ist ein A-Auftrag, fährt auch ein bisschen Richtung Norden. Deswegen, damit sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Haben wir somit angenommen. Ich würde jetzt schnell speichern. Und wenn wir dann gespeichert... Oh, wir sind schon wieder in der Mitte vom Frühling, sehe ich gerade, krass. Wir speichern jetzt mal ganz schnell. Moment. Dein Fortschritt wurde gerade gespeichert, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt aber. Jetzt sind wir startklar. LKW ist zwar aus, ich weiß nicht warum. Ach nee, ist doch noch an. Ton war nur nicht da. Gut, dann hängen wir doch mal jetzt unsere Fracht an. Wir haben ja auch so einen Kippanhänger. Den bringen wir dann zu irgendeiner Baustelle wahrscheinlich hin, denke ich mal. Ich weiß nicht genau. Aber wir müssen den da vorne mitnehmen. Ist auch wahrscheinlich schon beladen, gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht auch einfach nur leer. Sieht nämlich ziemlich leer aus. So, wir positionieren uns gerade mal. Ich muss mal die Spiegel einschalten, damit ich irgendwas wenigstens sehe. Und es müsste eigentlich der hier sein, den wir mitnehmen müssen. Gehe ich mal davon aus. Weil ich glaube, das war der ganz am Rand. Gut, Handbremse ist drinne, weil mit Handbremse angezogen darf ich alles am LKW außen machen. Ohne Handbremse darf ich nichts am LKW außen machen. So, das haben wir, hochkurbeln. Dann machen wir uns schon auf den Weg. Das heißt schon. Na gut, wir haben schon Zwischenauftrag erledigt. Ja, ist ja okay, passt ja. So, einmal die grüne Leitung da anschließen und einmal die rote. Ja, was immer noch drin ist, auch jetzt nach dem letzten Update, dass man den Blinkersound so außerhalb vom Fahrzeug hört. Das ist normal nicht so. Sollte man normalerweise nicht. Ansonsten, ich habe mir die letzten Patchnotes gar nicht durchgelesen, muss ich zugeben. Nur gelesen DLC, zack, runtergeladen. Los geht's. Nein, Quatsch. Natürlich gleich das DLC installiert, ja, aber... Patchnotes immer nur so leicht überflogen, aber da steht meistens das Gleiche drin. Das ist ein bisschen angepasst, da was hinzugefügt, da was verändert. Besonders große DLC-Ankündigung halt und ja. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Also die Fracht bringen wir jetzt nicht mehr zu der Firma wie vorher hin. Das war ja, glaube ich, hier oben die, was wir uns eigentlich rausgesucht hatten. Wir fahren jetzt einfach nur dorthin. Da wird uns unsere Fracht abgegeben. Dann fahren wir hier weiter nach oben. Und nehmen dort dann einen Auftrag an. Wobei, da ist jetzt gerade ganz schön schlecht. Industriemaschinen, das sind ganz schön schwere Aufträge hier oben. Da können wir aber schon irgendwas auswählen. Hier IT-Ausstattung oder Radar. Genau. Sieht sehr cool aus. Ich denke mal, wir werden dann, bis wir da sind, irgendwas Schönes finden. Haben wir jetzt eigentlich da in dem Auflieger irgendwas? Nö. Ist leer. Tatsächlich. Krass. Anstrengendste Fahrt aller Zeiten. Einen leeren Kipper hier durch die Gegend bringen. Naja, bei meinem Glück bauen wir trotzdem einen Unfall. Ah, hier wäre auch ein Motel. Okay. So, ich versuche natürlich wieder alle Schilder stehen zu lassen. Das ist ja so mein Hobby, irgendwie in dem Spiel Schilder umzumähen, habe ich festgestellt. Können wir eigentlich doch gerade mal das Abblendlicht ausmachen. So wirklich Licht brauchen wir gerade nicht mehr. Meilen sind es überhaupt? 253. Ich finde, das sieht immer so klein aus auf der Map. Da denkt man sich so, ja, ist man 10 Minuten hingefahren. Und dann siehst du hier so, ja, 252 Meilen. Da sind wir schon wieder ein bisschen länger unterwegs wahrscheinlich. Auch wenn ich hier wieder schön Gas gebe, sind wir trotzdem ein bisschen unterwegs.
Aber ich finde, man merkt wirklich einen Unterschied von DirectX 11, was wir jetzt wahrscheinlich spielen, und DirectX 12. Ich finde 12, es könnte ein bisschen besser aussehen, aber Performance ist halt noch viel schlechter. Aber schön, dass man daran arbeitet. Echt, dass der so kacke lenkt wegen der Federung. Weil der lässt sich echt in manchen Kurven, gerade wenn man so ein bisschen stärker lenkt, nicht gut steuern. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie als würde man noch so auf einer leichten Eisschicht fahren. Aber tut man ja eigentlich nicht. Es war auch schon ohne Hänger hinten so, deswegen ist es gerade so ein bisschen merkwürdig. Naja, vielleicht fahren wir irgendwann mal bei der Werkstatt vorbei. Hier geht es ein bisschen steil nach oben, müssen wir gerade mal ein bisschen runterschalten. Deswegen fahre ich hier total gerne mit Schaltung, weil bis das Spiel das rafft, oh, jetzt müsste ich mal einen Gang runterschalten, ich komme ja gar nicht mehr voran. Bis dahin stehst du schon fast. Wenn du halt selber schaltest, kannst du es rechtzeitig merken, hörst du ja, siehst du ja, musst einfach runterschalten, zack, zieht der LKW wieder hoch, gar kein Problem. Sobald du oben bist, kannst du wieder hochschalten, gut ist. Oh ja, aber so Gewässer fahren wir bald drüber. Vielleicht jetzt erstmal mit der Fähre. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Fähre funktioniert, wie viel Geld die mich kostet, falls sie mich Geld kostet. Vielleicht übernimmt es ja auch die Firma, für die ich ausliefer. Ich weiß es noch nicht. Werden wir alles noch sehen und ich freue mich mega drauf. Besonders, weil diese Strecken halt wirklich anspruchsvoll aussehen. Bin mal gespannt, ob die wirklich dann auch so anspruchsvoll rüberkommen. Bei dem Spiel könnte ich es mir halt wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist wieder eine Kreuzung, wird gefährlich, falls jemand abbiegt. Aber hey, passt schon. Wenn man die gefährlichsten Strecken auf Amazon Prime guckt, oder gefährliche Routen heißt, glaube ich, die Serie guckt, die fahren genauso wie ich. Das ist normal im Ausland. Nein, Quatsch. Aber ey, ich habe ja schon vor ein paar Folgen, glaube ich, da mal drüber gesprochen. Ey, wie die stellenweise fahren. Boah. Ja, die fahren wirklich mit so 100 Sachen über den letzten Schotterweg oder Feldweg drüber. Oh, 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 oh. Zum Glück ist der Hänger hinten leer. Sind wir so nett und räumen hier frei oder... Ja, komm, wir sind so nett. Habe ich die Kettensäge noch dabei? Nee, habe ich nicht. Dann nehmen wir die gerade mal mit. Ich bin ja einerseits ganz froh drum, dass die Kettensäge nicht kaputt geht, aber andererseits, normalerweise so eine Kettensäge kann auch mal stumpf werden und dann müsste man eigentlich eine neue Kette besorgen. Das ist hier noch nicht drin. Aber andererseits bin ich auch froh drum, weil man hat genug andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Also ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Wow, auch schön aus. Ich habe auch noch gar kein Foto gemacht. Lächeln, lieber LKW, lächeln. So. Das ist immer geil, wenn du so einen richtig guten... Mir ist hinten jemand draufgefahren, ich darf die Strafe bezahlen. Wer ist mir draufgefahren? Der LKW wollte überholen, hat aber die Kurve nicht gekriegt. Ja, super. Ja, wenn du so einen richtig guten Fotografen hast, der bringt dich ja auch immer gezielt zum Lachen. Der labert einfach irgendeine Kacke und bringt dich dabei zum Lachen. Dann hast du so richtig schöne Fotos mit schöner Ausstrahlung. Ja, und das war jetzt auch letztens bei der Hochzeit wieder so, wo wir waren, der Fotograf... Bei den Gruppenbildern einfach dermaßen... Okay, hier haben wir auch diese Grafikfehler im Spiegel drin, alles klar. Er hat auch einfach dermaßen blöde Sprüche losgelassen, dass man einfach lachen musste. Und dann hast du halt so richtig schöne Bilder, wo alle am Lachen sind. Ah, komm, wenn wir schon eine Tankstelle hier sehen. Jo, passt. Ich kann auf der einen Seite nicht aussteigen, alles klar. Wir können uns auch bald unser Essen mal reinziehen. Und hier bei dem System habe ich immer noch nicht so ganz genau verstanden, woher die Zapfsäule hier weiß, wie viel Zeug in meinen LKW reinpasst. Weil beim Maximum mehr geht nicht rein, dann stoppt die automatisch.
Boah, kostet 501. Ist ja fast, wie wenn ich mein Auto volltank. Ach ja, Deutschland. Ja, Magen brummelt. Wir können ja nebenbei ein bisschen was essen. Ein bisschen Rentiereintopf. Essen einfach voll. Oh Gott. Teuer. Na gut, wir haben 120.000 oder so auf dem Konto. Das geht schon hier. Wie schnell der wieder anspringt mit neuer Batterie. Wunderbar. Gar nicht mehr gewohnt gewesen. So, im fünften Gang wieder anfahren. Grüße gehen raus ans Getriebe. So, dürfte gerade keiner kommen. Außer er ist im toten Winkel. Weiß man auch nicht so genau, aber müsste passen. Und jetzt mit schlechter Federung wieder über den nächsten unbefestigten Weg. Jawohl. Einfach aus jeder Strecke eine Autobahn machen. Ah nee, ich meine, an den meisten Stellen kannst du ja wirklich sehen, ob da jetzt ein Auto entgegenkommt oder nicht. So ganz viele Autos sind hier nicht unterwegs. Da kann man überlegen, ist das so extra wegen der Performance? Ist das, weil es vielleicht in der Realität genauso ist, dass da wenig Autos unterwegs sind in Alaska? Man weiß es nicht genau. Ja. Kann aus beiden Gründen sein. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass hier vielleicht in der Realität auch ein bisschen weniger los ist in Alaska. Und es wäre natürlich falsch, wenn du dann im Spiel hier viel mehr Autos hinsetzt. Es würde dann auch ein bisschen komisch rüberkommen. Dann lieber so. Ja, lieber an die Realität angepasst und gut ist. Und ich meine, man hat hier genug Sachen, auf die man achten muss während der Fahrt. Also, ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Da kommt noch einer. Den schaffe ich nicht. Wir drängen einfach den anderen hier so ein bisschen ab. Jawohl, hat gepasst. Nein, ohne Berührung natürlich. Gut abgeschätzt. Knapp abgeschätzt. Ich finde es so gerade krass, dass wir wirklich schon beim Haar angekommen sind vom Frühling oben links. Halber Frühling schon wieder rum, dann ist Sommer. Herbst. Wieder Schnee. Gefrorene Seen. Ice Roads. Da müssen wir dann gucken, dass wir zu der Jahreszeit dann auf jeden Fall wieder Aufträge da fahren. Ich weiß halt auch nicht, ob wir Aufträge vom weiter weg annehmen können und die dann da hochfahren können ins Ice Road Gebiet oder ob das wirklich nur von diesen zwei Firmen da aus starten geht. Das kann natürlich auch sein. Werden wir alles rausfinden. Werden wir alles feststellen müssen. Was ich aber jetzt schon wieder sehe, wir haben gerade mal 8.31 Uhr, 8.32 Uhr jetzt. Wir haben schon wieder fast ein Viertel von der Energie verbraucht. Da müssen wir vielleicht auch mal gucken, ich weiß nicht, ob man das hochleveln kann. Kann sein ja, kann sein nein. Dass wir da halt irgendwie mal gucken. Die Energie ist schon schnell weg. Oh, die Straße wird enger. Die Straße wird enger. Wir müssen ein bisschen an die Seite rüber. Und hier hat es wieder einen Unfall gegeben wahrscheinlich oder so. Tschüss. Hilfsbereit wie immer. Nein, Quatsch. Kann ich eh nichts machen. Steht da, weiß nicht, die KI hat da manchmal Probleme an der Stelle. Keine Ahnung warum. Aber hey, wir sind jetzt schon 54 Minuten im Spiel unterwegs. Ich habe noch kein Schild umgefahren. Das hat ein Like verdient, glaube ich. So, sechster Gang. Noch 70 Meilen bis zum Ziel.
weiß nicht, ich wollte gerade hier kurz stoppen und Bild aufnehmen, aber nee, komm, fahr mal weiter. Aber wenn dann mal KI entgegenkommt, dann immer so, dass man erstmal nicht überholen kann, oder? Es immer knapp wird. Ah, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ich glaube, das hätten wir nicht geschafft, weil es hier gerade auch noch bergauf geht und dann wäre er ja auch schon gekommen. Ah, weiß ich nicht. Knappe Sache. Boah, nicht einfach so bremsen. Was sind das eigentlich für Straßen? Da ist Einfahrt für LKWs verboten. Meilen. Also in dieser Folge kommen wir auf jeden Fall nicht mehr ins Ice Road Gebiet, aber in der nächsten Folge. Das heißt in der Weihnachtsfolge dann. In der Weihnachtsfolge. Weil da fällt mir gerade ein, ich muss hier gerade dann auch nochmal ganz kurz pausieren. Bevor ich das vergesse, mache ich das gerade mal ganz kurz. Bin gleich wieder zurück. Bis gleich. So, wieder da. Alles umgestellt. Ich musste gerade bei OBS oder nur schnell was umstellen. Hatte ich vergessen umzustellen noch. Musste ich gerade erstmal machen. So, jetzt fahren wir die letzten Meter. Auf der rechten Seite sehen wir gerade einen Militärflughafen, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall so aus. Da müssen wir aber nicht hin. Ich glaube, wir haben da aber schon mal was hingeliefert. Zu dem Flughafen oder zu irgendeinem Flughafen haben wir auf jeden Fall schon mal was hingebracht. Der war es, kann sein. Ja, hier oben sehen wir schon wieder Baustellenfahrzeuge. Da müssen wir hin. Da müssen wir unsere Fracht abliefern. Fracht ist in dem Fall jetzt einfach nur der Kipper hinten dran. Und hier müssen wir ein bisschen ausholen. Sonst wird es nichts. Jetzt haben wir doch noch ein Schild auf dem Gewissen heute in der Folge. Und das wollte ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Kein Wunder ist hier aber die Federung kaputt. Bei den Wegen, wo wir die ganze Zeit drüber holpern, da wundert mich echt gar nichts mehr. Schlagloch. Wo kann ich hinstellen? Ich weiß nicht so genau. Da vorne sieht's gut aus. Rückwärts, vorwärts, rückwärts. Okay. Und dort war auch noch eine Möglichkeit, wäre aber genauso rückwärts. Dann machen wir das lieber hier. So, einmal schon mal gut vorpositionieren, dann brauchen wir nur noch rückwärts fahren. Wir könnten noch ein bisschen rüber. Ah komm, das muss aber passen, oder? Jawohl. Bisschen schräg, passt aber. Hängen wir also ab und dann ja, erstmal runterkurbeln. Leitung lösen. Verbindung trennen. Und dann machen wir uns gleich in der nächsten Folge zu Beginn auf dem Weg in Richtung DLC-Gebiet. Ich meine, wir haben uns ja jetzt schon in der Folge auf dem Weg in die Richtung gemacht. Sind auch jetzt, finde ich, doch recht schnell dahin gekommen. Klar, hat jetzt auch eine Stunde gedauert. Aber wir haben den Weg halt in die Richtung eingeschlagen, übers Hauptquartier und das halt mit Aufträgen jeweils, nicht mit Leerfahrten. Leerfahrt wäre doof gewesen. So, glaube, das Büro haben wir dort, wenn ich richtig sehe. Ja, Leerfahrt wäre halt doof gewesen.
Und ich wollte jetzt auch den Truck tauschen, weil ich mit dem eigentlich hier gern ein bisschen wieder durch die Gegend fahren möchte. Nicht nur mit dem anderen alten. So. Hi. Einmal Auftrag für dich. Ah, nein. Verdammt. Ich glaube, ich habe die Verbindung nicht getrennt. Kann das sein? Oder gehört er zu einer anderen Firma? Ich weiß es nicht. Habe ich die Verbindung nicht getrennt? Oder ich hatte es doch getrennt? Oder hatte ich nur die Leitung getrennt? Wir probieren es nochmal. Joa. Lauf mal halt wieder mal dahin. Ja, Energie ist jetzt über ein Viertel weg. Das innerhalb 3 Stunden vom Tag. Das ist ja... Ich brauche so viel Schlaf wie eine Katze. Wieder 3000 hinzugewonnen. Wie viele Punkte haben wir jetzt insgesamt schon wieder gekriegt in der Folge? Wir sind jetzt bei 290 von 2000 bis zum nächsten Punkt. Alles klar. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr auch genauso eine Vorfreude auf die nächste Folge habt wie ich. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung unter Social Media. Und ja, gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Und falls ihr selber Bock habt, hier in Alaska ein bisschen Truck zu fahren und Frachten durch die Gegend zu transportieren, gegen das Wetter zu kämpfen und so weiter, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Könnt ihr euch günstig dieses Spiel kaufen und gleichzeitig den Kanal unterstützen. Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bye, Tommy. Tschüss.